Ihr sucht ein cooles Action-Adventure für die Pico 4, dann könnte Immortal Legacy was für euch sein. Ihr findet diesen Titel für 9,99 € natürlich im Pico Store. Das Spiel gibt es schon für die PlayStation VR und wurde jetzt für das mobile Headset geportet. Ich habe es vorher nicht gespielt, also jetzt wirklich ein astreiner erster Eindruck von mir. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil es wird auch als das Uncharted in VR gehandelt. Und ob das stimmt, das schaue ich mir jetzt an. So Leute, ich bin in Immortal Legacy, The Jade Cipher. Ja, erster Eindruck, ist ein bisschen unruhig das Bild, ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe keine Controller, warum weiß ich nicht. Ich habe das hier mit der Kopfsteuerung, aber keine Ahnung, ob ich da was falsch gemacht habe. Aber ich kann das hier nicht über die Controller machen, egal. So, Sprachen Deutsch, Untertitelsprache Deutsch, Sprachausgabe Englisch, Untertitel ein, aus habe ich an. Haupthand ist rechts und ja. Nochmal auf Steuerung. So, das kann man sehr schlecht lesen. Also das ist sehr, sehr unruhig, ne? Von der Schrift. Okay, B ist zurück. Aber die Controller funktionieren. Ich kann drücken auf jeden Fall. Okay. So, dann würde ich sagen, Spiel starten. Gucken wir uns das an. Ich spiele einfach mal auf normal. So, zack. Das Ding gibt es ja nicht für die Quest. Das gibt es jetzt nur für die Pico und für die PSVR, ne? Da habe ich es nie gespielt. So. Und dann schauen wir uns das ganze Ding jetzt mal an. Also das Menü war schon ein bisschen ernüchternd. Okay, ich bin hier mitten in der Luft. Okay. Ja, das kann man okayisch lesen, sage ich hier mal. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das Ding was taugt. So, ich habe immer noch keine Hände oder Controller. Okay. Bin ich jetzt ein menschliches Testobjekt, ja? Also so das Hintergrund, diese Wolken, das sieht ganz cool aus, ne? Also, das ist okay. So, wenn ich jetzt den Kopf so bewege, dann zieht der Untertitel so ein bisschen nach, ne? Also, aber okay. Ja, so, Intro. Ja, ich bin She oder wer immer She ist. So. And that she lived unchanged for thousands of years. Okay. I always thought ein Hubschrauber. Never truly believed her. Aber das sieht cool aus. Das gefällt mir. So, das war wahrscheinlich das Intro, ne? Ich muss mir irgendwas mit meinen Kopfhörern hier noch einfallen lassen. Okay. So, ich kann immer noch nichts machen. Okay, ich kann hier nur rumsitzen. Okay. So, ja, optisch, ja, weiß ich nicht, also ein bisschen unschärf das Ganze. Okay, jetzt wird schärfer, wenn ich näher dran gucke. Da kommt eine Dame, hey, die sieht cool aus. Geh mal Kaffee trinken oder so. Hey, ich habe keine Controller, ich kann die nie anfassen. Macht man auch nicht, ne? Okay, sie ist ein bisschen, ja, sie zieht so ein bisschen nach, wenn sie sich bewegt. Also sie läuft nicht ganz smooth, sag ich mal so. Also wenn sie sich jetzt setzt, die Bewegungen, das ist so ein bisschen nachgezogen. Ich kam zu spät, um sie zu retten. Okay, ich mach das jetzt, ich rette sie. You have your mother's smile. Ich hab das Lächeln meiner Mutter. So. Also es läuft nicht ganz fluffig, das finde ich ein bisschen schade. What the future would hold. Aber ansonsten so sieht das schon ganz cool aus von der Optik. Hm. Okay. Ciao. Aber die, das ist unheimlich am Nachziehen, also schade eigentlich. Und ich muss hier sitzen bleiben oder was? Okay. Bin wieder alleine. Also ich kann nichts machen, das macht die Figur hier alles alleine. Da ist sie wieder. Oh, sie bringt mir ein Geschenk mit. Schön. Ja, setz sie mal hin. So, was hast du da? Oh. Ohrstecker. Die besser wie meine? Ja, setz mal rein. Guck mal. Also was soll das denn, ne? Hintern hier gegenstrecken. Nee, 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 nee. Tire. Oh. Signal check.
Ja, ich höre dich. Jetzt höre ich das ein bisschen anders. Könnte nützlich sein. Check, check. Affirmative. Ja, genau. Aber der Typ ist ein bisschen langweilig, ne? We don't know what's waiting for us down there. Das hört sich jetzt so hohl an hier. Das ist komische Ding in deinem Ohr. Aber okay. Are you sure you really want to come with me? Ja, klar will ich mit dir kommen. Kaffee trinken und so, ne? Yeah. I need to know what happened. Okay, wir stürzen ab. Das ist schlecht. Okay, er sagt, da sind keine Inseln, aber es sieht sicher aus. Sana. Okay, das hört sich nicht gut an, ne? Habt ihr das gehört? Sana! Okay. Was war das denn? Habt ihr das gesehen? Ein Monster. Und die nette Dame ist weg. Da war nichts mit Kaffee trinken gehen. Schade. So. Okay, Waffen schütteln zum Nachladen. Wenn ich den Kopf bewege, dann geht das hier alles mit, ne? Übrigens, das Menü da und so ein Krimskrams, diese Ladebilder. My code name is Tyre. Ich bin Tyre. Sana and I are on a journey. Okay. A journey we may never come back from. Die Reise hat noch gar nicht begonnen. Bis jetzt konnte ich noch nichts machen. I close my eyes and pray. Memories old and new come flooding back. I focus on remembering my training. Okay. So, jetzt kommt bestimmt so ein Tutorial, ne? Ich hab Hände, Leute, ich hab Hände, guck mal. So, das ist auch, ja, sieht nicht schön aus. Ist auch ein bisschen unruhige Kanten und so zum Vorwärtsgehen drücken. Okay, das kennen wir natürlich, ne? Das ist schon mal cool. Du bewegst dich in Blickrichtung. Was ist das denn? Oh, das ist so ein Snap, 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 Halb-Snap-Geturn hier. So. Einfach davor drücken. Dürfen wir da schon rumknallen? Zum Aufheben, Nähern und Taste drücken. Muss ich festhalten? Ne, muss ich nicht, okay. So, Munition habe ich. Zum Schütteln, um nachzuladen. Okay, das geht auch einfach, ne? So, zum Aufheben habe ich schon. Jetzt drauf schießen. Zack. Oh, aber die Vibration hier von dem Controller ist ja mal richtig geil. So, was ist das? Messer. Zack. Das geht aber durch, ne? Okay. Drücken, um dich nach rechts zu drehen. Das habe ich ja schon gemacht, aber das ist so ein Snip-Gedön hier. Drücken, um nach links zu drehen. Ja, schon klar. Okay. Kann man die Waffe irgendwo hin tun? Ach so, okay. Ich kann immer nur ein Ding mitnehmen. Wo ist denn meine Pistole jetzt? Okay. Hä? Okay. Was ist das denn? Gedrückt halten, um das Inventar zu öffnen. Okay. Auswählen? Achso, okay. Pistole oder Uzi? Auswählen. Ja, hab ich. Und da? Hä? Grifftaste? Nein. Und jetzt Grifftaste oder was? B zurück. Also ich habe die jetzt ausgewählt. Da kann ich nichts auswählen, oder was? Okay. So, jetzt machen wir mal B. Nö. Hä? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Mach nochmal. So. Ich halte das jetzt mal fest. Das geht nicht. Habe ich nicht. Habe ich nie gerafft. Eine der Tasten drücken, um die Gegenstände in dieser Hand auszutauschen. Ah, okay. Vom Inventar. Guck mal hier. Zack. Ah. Okay, nun muss man nur ganz kurz drücken. Wurfbewegung mit dem Arm machen, während du die Trigger-Taste gedrückt hältst und die Trigger-Taste loslässt, um die Granate zu werfen. So, was soll ich machen? Wurf. Das war aber nicht gut geworden, ne? Okay.
Nee. Das vibriert dann auch, wenn man schmeißt. Sehr komisch. Gedrückt halten, um nach links auszuweichen. Aber was ich geil finde, ist wirklich die Vibration hier, wenn man schießt. Da ist richtig Wumms hinter. Ja. Drücken, um zurückzugehen. Was? Um dich schnell zu bewegen. Okay. Was war jetzt mit dem Zurückgehen? Das habe ich nie gelesen. Kommt das nochmal wieder? Okay, also beide drücken, dann glaube ich schnell. So, gedrückt halten, die Hände bewegen. Ja, ja, ganz normal klettern, kennt man natürlich. Ja, irgendwie ist es cool, ne? Also Schwerbetätigung in der Luft, okay. So, das war's auch schon. So, wie war das jetzt nochmal mit dem Inventar? So? Okay. Und hier kann man das nur... Ach, das kann man hier nur rüber tun? Ah, okay, jetzt habe ich's verstanden. Aber ich hätte gerne Smooth, dann gibt's hier noch irgendwie so ein Menü mit Einstellungen oder so, das ist doch scheiße. Was ist das denn? Die einen am Brett oder was? Warum wird denn das jetzt unheimlich? Ich bin zu Hause. Unheimliche Scheiße hier wieder. Hallo? Ich hab da keinen Bock drauf. Komm, geh weg. Oh, wieder so ein Filmscheiß hier, ey. Ich hab da echt keinen Bock drauf. Ich hab keine Wahl gehabt. Ich musste hier hinlaufen. Scheiß hier. Was ist tot? Ich bin nicht tot. Ich bin im Flugzeug. Ich stürze gerade ab. Meine Dame, mit der ich Kaffee trinken wollte, die ist nicht mehr da. Jetzt stehe ich hier vor so eine Tür und da kommt mir da irgendwas entgegengesprungen. Bestimmt irgendwie so ein Scheiß. Okay. Das ging ja noch. Puh. Ist nichts für mich. Ne? Mein Puls kommt schon wieder hier durch, ey. I was so close when she died. Okay. Ja, so nah war es auch nicht, aber ist egal. So, ich hätte gerne ein Menü mit Smooth Turn, weil dieses abgehackte Drehen hier mit Snap, das nervt mich ein bisschen. Der lädt aber ganz schön lange, ne, bis hier was passiert. Okay, so. Ist das Menü hier, ne, wenn ich den Kopf so, ne, also wenn so ein Ladebildschirm ist, das ist ein bisschen doof. Waffe schütteln zum Nachladen, wie oft denn noch? Okay. So. Los geht's. Vielleicht. Come in, Base. Do you read me? Hä? So, okay. Was ist das denn? Okay, von der Optik ist das jetzt... geht so, ne? Bisschen blurry, muss ich sagen. Aber okay. Ich bin Tyrell oder irgendwie so. What's the matter? Don't you talk? You fell onto the wrong island. Das ist ja gut. Ey, geh mal mit deiner Zigarre hier weg, ey. Die drückst du mir halt ins Gesicht, ey. Ja, months with nothing to occupy us but junk. But now, ja, ja. I've got you to keep me occupied. Ey! Ey! Bitte, das ist der du Kleiner. God damn it. Just when I was about to have me some fun. Genau. So. Someone's gonna pay for this. Ey, bleib mal ruhig, ey, Kollege. We'll finish this when I get back. Ja, ja, tschüss. So, der haut jetzt ab. Hab ich Glück gehabt. Und er lädt wieder. Also Ladesequenzen nerven mich jetzt schon so ein Büschel, ne? Hey, Mister. Hallo? Wake up. Wer bist du denn, ey? Wo kommt die denn her? Are you a good guy or a bad guy? Wo gehörst du denn zu den Clowns oder was, ey? Guck mal, wie die aussieht. I don't think I'm a bad guy. Ich bin nicht böse. Mach mal hier das Ding ab hier. I saw everything. Okay. When that bad man kidnapped you. Need me to unlock this. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Please. Mach mal. I need to find a tool. Oh,
Warum zeigen die mir eigentlich immer alle ihren Hintern? Hä? Let me see. Hallo? Hey. Mädel. Okay. What a mess. Okay. Was für ein Schlamassel, ja. Jetzt mach mal da, ey. This'll do. Was hast du denn da? Oh, dass die Figuren immer so ein bisschen nachziehen beim Laufen, das finde ich nicht so schön. Who are you? Why are you here? Okay, super, danke. Me. You haven't heard of Cookie Pie. Ja, Cookie Pie. I'm a famous streamer. Everyone's heard of me. Oh, sie ist eine berühmte Streamerin. Ich bin ein YouTuber, ne? Weiß zwar nicht, wie ich hier hingekommen bin, aber kannst du gerne mal vorbeischauen. Drachen zu finden, okay. So, jetzt blendet er wieder aus. So, hey, ich habe Hände. So. So, kommt die jetzt mit, hier der Clown, oder was? So. Ja, ist okay, ne? Ja, so ein Clown. And have no idea where I am. So all told, I'm just Peachy. I'll head for higher ground. Try to find some kind of landmark. Genau, wir gehen so ein bisschen klettern. Keep in touch. Okay. Sana, looks like there's more than we bargained for down here. Boah, Leute, hier kann man einfach gar nichts machen, ey, außer nur rumstehen. Copy that. So, kann ich jetzt spielen? Ich darf mich immer noch nicht bewegen. Hallo? Wo ist das Clown? Clown! So, have you come to find dragons too? Ich bin hier, um ein Video aufzunehmen, Mädel. Aber ich darf nicht, ich darf nichts machen. Ach nee, jetzt muss ich den auch noch mitnehmen hier, die Dame. Genau, wir suchen erstmal einen sicheren Ort für dich. Sorry, Leute. So. Ich darf was machen, yeah, okay. So, ich laufe sehr langsam. Wenn ich beide drücke, laufe ich schneller, ne? Genau. So, jetzt drücke ich aber einmal Menü. Ich muss mal gucken, was das hier ist. Okay, das Menü-Taste, glaube ich. Es passiert nix. Ja, okay, dann müssen wir mit diesem Snap. Was ist das denn? Ja, wer latscht denn noch mit so einer Klamotten hier durch so eine Pampa, ey? Irgendwas vibriert hier. Okay, ich laufe mal vor. Du bist mir zu langsam. Ja gut, optisch ist das jetzt hier wirklich nicht so der Oberkracher. Also vieles ist sehr unruhig. Bisschen verwaschen und so, ne? Also das habe ich alles schon mal irgendwie besser gesehen. Was? Wo ist eine Leiche? Oh, that smell. It stinks. It stinks. It stinks hier. Okay, lass mich raten, da kann ich jetzt nicht her, aber ich laufe einfach mal. Okay, also von der Atmosphäre ist das schon ganz cool, aber wie gesagt, grafisch müsste echt ja, ein Auge zudrücken. So ist das schon cool gemacht auf jeden Fall. Oh, ich häng. Okay. Warum geht denn das nicht weiter hier? Kann ich die überholen? Ne. Also das ist hier getriggert. Ja, lauf mal, Mädel. Ja, renn, 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 renn. Keine Zeit. So, you never answered my question. Are you here for the dragons or not? Because I was here first, so this is my... So, that's why they call it the Dragon's Triangle. Genau, wir suchen Drachen. Das soll aber gegen Ende auch noch ein bisschen unheimlich werden, habe ich gelesen. Ne? Aber Ende ist ja noch weit weg, ne? Habe ich noch ein bisschen Glück. Ne? So, da ist eine Höhle. Okay, guck mal, da ist was, guck mal. So, hello. Okay, können wir was kaputt machen? Also es geht durch, aber es macht Geräusche, ne? Okay. Ja, wie gesagt. Das geht nicht. Erdbeben. Überall sind Erdbeben. So, weiter geht's.
no one had heard of me when I finally got here. Okay. Was, ach so, das ist das Spalter-Symbol, ne? Tough break. Geht aber tief runter hier. Cookie Pie shall have her revenge. Komm jetzt, lauf mal hier. Da muss ich jetzt rüber. It had better not be dragons. Komm, lauf, renn. What do you think, Mister? Es ist nichts so Ungeduldiges hier, ne? Oh, that made me jump. Ja, besser du fällst wie ich, ey. Ja, komm. Den Hut weg hier, zack. Only they hadn't stolen my suitcase. Had my climbing gear in it. Only I. Also ich weiß ja nicht, was ich von dem Mädel hier halten soll, ne? Aber so ein bisschen. So, jetzt kannst du wieder schneller laufen hier, komm. So, das müssen wir jetzt hier kaputt machen. Hey, Action! Zack. Action. So. Careful. Ach, careful. Let me see. So. Wir machen alles kaputt. Ja, Smooth Turn, weiß ich nicht, habe ich nie gefunden. Menü komme ich nie rein. Aber irgendwie muss man ja auch ins Menü kommen, ne? Muss ja irgendwie gehen. Ja, was anderes drücken hier. A, B. Ah, da, guck mal hier, hier. So, Einstellungen. Guck mal hier, Drehgeschwindigkeit, geschmeidiges Drehen, es geht doch. Vignetten-Effekt machen wir weg. Zielhilfe, mach mal an hier, komm. Haupthand rechts, okay. B zurück. Sammelstücke gibt es auch, ich habe nichts gefunden. Ja, gut, so wie ich hier. Okay, jetzt kann ich mir auch. Aber es zuppelt ein bisschen, wenn ich mich drehe, ne? Das muss ich sagen. So, kann man das schneller machen? Schmeidiges Drehen, Drehgeschwindigkeit, da, 3. Okay. Aber das ist hier sehr unruhig, ne? Also. Okay, das ist schon besser. So, los geht's. Und man bleibt zwischendurch an irgendwelche Sachen hier hängen, muss ich sagen. Aber es ist okay. Get down, they're armed. Okay, ah, die sind bewaffnet. Okay, gib mir mal eine Knarre hier, hast du was? Wo hast du die denn versteckt, ey? I did not know it was loaded. You have it. Cover me! Wie stecken die denn ein? Darf ich sie mal umfahren? Okay, habe ich. Da waren aber mehr, ne? Wo ist denn Cookie Pie? Ich will mal wissen, wo die Knarre versteckt hatte. Hey, Cookie Pie. Cookie Pie ist weg. Er ist speichert. Aber so von der Atmosphäre finde ich es geil. Aber ich sag mal, Resi 4 zum Beispiel sieht optisch besser aus. Auf jeden Fall. Ja, läuft auch smoother. Okay, soll ich die auch erschießen? Ja, ne? Ich glaube, das machen wir einfach mal, ne? Aber jetzt so vom Weiten, die sind alle sehr, sehr unscharf. Diese Zielhilfe, man sieht die hier, aber die sieht man im Spiel kaum. Ich kann nicht schießen. Das ist wieder so ein Trigger-Zeug. Okay. Cookie Pie. Das sind Sachen für mich? Wo bin ich denn jetzt? Da oben irgendwo? Hey, guckt euch das mal an hier, das ist doch alles hier. Das macht man nicht mit der Dame, auch wenn sie aussieht wie ein Clown. Aber die Feuergefechte, die fühlen sich echt cool an. Kann man das aufnehmen? Nee. Schade. Was ist das? Jetzt geht's mir gut. Wo sehe ich überhaupt mein Leben? Weiß ich gar nicht, habe ich nie aufgepasst. Wurde auch gar nicht erzählt, ne? Okay, wir gehen mal weiter. 16 Schuss. Aber schnell laufen ist anders, ne? Boah, der lädt aber ganz schön häufig nach hier.
Ja, schade, wenn es von der Optik ein bisschen besser gewesen wäre, ne? Dann wäre das ein richtig cooles Ding geworden, auf jeden Fall. Nur die Optik macht echt ein bisschen was kaputt. Und dass es nicht ganz fluffig läuft, wenn man sich dreht und so, ne? Das finde ich echt ein bisschen schade. Kann ich schon schießen oder ist das hier auch wieder Trigger-Kram? So. Okay. So, Kopfschuss geht auch. Bin hier fast leer, was soll denn das? Ist da was drin? So Muni oder so? Ach guck mal, da kann man bestimmt drauf schießen, hätte ich mir richtig was sparen können. Ne? Kann ich das echt nicht mitnehmen? Nee. Ich bin aber gleich leer, das ist doch scheiße. Okay. Er speichert. Alles sehr linear hier, ne? Ah, da ist Muni. Was mache ich mal in dieses Menü? Wie war das? Ah, guck mal, jetzt kann ich sogar mehrere Sachen. Okay. Ach, ich wollte doch gar nicht schießen. Ja, das sollst du da wieder ins Menü packen hier. Auswählen. So. Schließen. Okay, jetzt habe ich hier immer die... Kann man das nicht wegpacken? Ne, wohl nicht. So, ins Gesicht. Was war das denn? So, auch ins Gesicht. Auch ins Gesicht. Oh, das ist bestimmt ein Sammelobjekt, ne? Wie viel kommen denn da? So viel Muni habe ich doch gar nicht hier. Warte mal, warte mal, warte mal. Komm mal hier. Ah. So. Okay, keine Munition. Aber ich habe es geschafft, ne? Gerade eben. Also man kann es kaputt machen, aber da ist nichts drin. So, ich nehme das einfach mal auf hier. Wow, ich habe was gefunden. Achso, einfach so durchdrücken. Hier, seht ihr? Das kann man echt nicht aufheben. Da komme ich gar nicht drüber weg. Da sind die dicken Wummen und ich kann da nichts mehr machen, ey. So, was haben wir hier? Muni. Und eine Uzi. Geil. Okay. Dann mache ich die rumknattern. Hier ist hier sonst noch irgendwas. Aber echt schäbige Optik. Was ist das? Ist das... Mini Cookie Pie? Ja. So, hier liegt auch noch irgendwas. I always thought Ying. Okay, das kann man nicht anhören. Was ist das? Okay. Und wieder so ein. Ich will das nicht. Ja. Ich kriege ein bisschen Kopfschmerzen von der Optik, Leute, ganz ehrlich. So, ich sag, ein bisschen spielen wir noch und dann... Ich glaube, das reicht für den ersten Eindruck, ne? Ist irgendwie cool, aber... nicht hübsch, sagen wir mal so. Waffe sieht übrigens, die sieht okay aus. Das gefällt mir. So, er speichert. Oh, 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 oh. Glück gehabt, ne? Kann ich durchlaufen. Das ist aber nett von dem Container. Ist der so... Das weiß ich nicht. Surely these goons didn't haul it here. So, komm. Noch einmal ein bisschen rumknallen und dann sollte das eigentlich langen, ne? Mach mal hier, komm.
Da ist wieder was. Ach nee, weiter. So, oh, guck mal. So, jetzt habe ich hier. Kann man das mit zwei? Das kann man auch mit zwei, okay. Okay, mit Fadenkreuz. Der saved schon wieder. So, jetzt müssen wir klettern. Nee, ist ein Aufzug, guck mal. Off. Ja, und jetzt? Ah, er fährt. Jetzt ist meine Knarre weg. Ja, und jetzt? So, jetzt wird wieder getriggert. Ich habe keine Waffe. Ah, doch. Das fühlt sich aber komisch an hier, Leute. Achso, ich brauche die Grifftaste gar nicht festhalten. Komische Explosionen. Was denn? Sollte auch treffen, ne? Wie keine Muni. Geh mal hier in die Spritze hier. So. Okay, weiter geht's. Das ist schon cool gemacht, ne? So, rote Fässer. Immer auf rote Fässer schießen. Was ist denn für einer? Ich fäll gar nicht um. Was machen wir mal hier? Ach, mir geht's schon wieder gut, oder was? Nein. So, jetzt. Ah. Ja. Okay, Muni. So schön ist. Und das kann ich nicht mitnehmen. Also, wenn da von den Sachen liegen, ne? Okay, Leute, ich warte jetzt noch bis zum nächsten Speichern und dann würde ich sagen, reicht das erstmal. Und wenn ihr gerne möchtet, dass ich das natürlich weiter spiele, dann wie immer in die Kommentare damit. So. Oh, ich bin fast leer. Stimmt, passiert hier nichts mehr, ne? Bis zum Speicherpunkt. Schauen wir mal. Ich denke, der geht schneller, wenn ich beide Thumbsticks nach vorne drücke, aber irgendwie, der schleicht hier rum. Okay, zu Ende. Das zum Thema, ne? Jetzt kommt hier schon wieder so ein Filmchen. Er lädt wieder, okay. Aber zu geil, dass sich das hier mitbewegt. So. Aber bis jetzt hat er nichts gesaved, ne? Ich habe kein Save-Zeichen gesehen. Okay. Vögel. Ja, die sehen auch nicht so krachermäßig aus. Also, ja, schön ist wirklich anders. So, Muni. Oh, guck mal, die dicker Revolver. Wo denn? Ciao! Da, im Kopf. Wie komme ich da jetzt rüber? Von hier hinten im Kopf, Leute. So.
Hier geht's her, ne? Tatsächlich. Okay. Vom Soundtrack und so gefällt mir das alles mega. Auch von der Atmosphäre. So, wo kommt denn hier der Speicherkringel? Ich krieg langsam Kopf hin, ehrlich. Das liegt aber an der Optik. Was? Okay, da ist ein altes Schiff. Achso, die habe ich ja gerade hier alle niedergemäht, ne? Oh, das war aber nicht gut hier. Dingen hier. Ja. Also das fühlt sich hier total schief. Achso, weil ich hier die... Achso, ich muss das ja gar nicht... Achso, keine Munition, okay. Was ist er hier? So ein Gesicht. So. Aber so der Oberkracher ist es nicht. Ja gut, Leute, ich mache jetzt hier aus. Ob der jetzt speichert oder nicht, weiß ich nicht. Es kommt leider kein Speicherzeichen. Und wie gesagt, wenn ich weiterspielen soll, dann natürlich immer in die Kommentare. Bis gleich zum Fazit natürlich. Ich lasse mal die Technik jetzt erstmal außen vor, weil dann wären die 9,99 € wirklich gut angelegt, weil Atmosphäre, Story, alles stimmt. Wirklich tolles Spiel. Aber die Technik, ja. Die Technik macht das Spiel wirklich kaputt, muss ich sagen. Das fängt schon an im Menü mit diesem Kopf, ne, dass man da was auswählen muss. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Okay, es kommt von der PlayStation, vielleicht war das da auch. Ich habe keine Ahnung. Ja, und das sieht wirklich nicht schön aus. Das muss ich ganz einfach sagen. Also Texturen sucht man vergeblich. Das Ganze wirkt so ein bisschen blurry im Hintergrund. Gegner in der Ferne, das ist so ein Pixelbrei. Dann sind überall so ein bisschen Kanten, nur zackig, ein bisschen am Flimmern, ne? Also auch nicht so schön. Man weiß ja, wie Resident Evil aussieht und das könnte genauso aussehen und dann wäre es cool. Ja? Also die Shootouts, die machen wirklich Laune. Richtig geil finde ich den Controller, wie der vibriert. Ja, das ist so eine Impulsvibration, würde ich das jetzt mal nennen. Also richtig, richtig geil. Das habe ich vorher noch nie so erlebt. Also das macht schon Laune. Aber ja, technisch hängt das Ding einfach völlig hinterher. Ja, schade, weil sonst hätte ich gesagt, 9,99 €, tolles Action-Adventure, ja, möchte ich gerne durchspielen, super Dingen, geht glaube ich 3-4 Stunden, irgendwie sowas habe ich gelesen. Aber hier muss man wirklich grafisch, technisch 2 Augen zudrücken, damit man das Ganze noch so, ja, gutheißen kann. Ich habe wirklich auch ein bisschen Kopfschmerzen gekriegt, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Schade. Ich weiß nicht, ob noch ein Update kommt, würde ich mir wünschen, weil, wie gesagt, Story, Schießen und all Gameplay und so, das ist schon cool, das macht auf jeden Fall Laune, aber egal. Ja gut, eure Meinung ist natürlich gefragt. Was sagt ihr jetzt? Enttäuscht oder sagt ihr, hey, da kann ich drüber wegsehen, wenn das ein cooles Action-Adventure ist, sind ja nur 10 Euro. Ja, schreibt das gerne mal alles hier unten rein, werde ich mir alles durchlesen und natürlich auch beantworten. Ganz zum Schluss natürlich meine Community-Links. Einmal die Facebook-Gruppe Pico We Are Deutschland hier unten zu finden und natürlich unser Discord We Are Allgemein. Auch das ist natürlich hier unten zu finden. Tretet gerne der Community bei. Wir freuen uns schon auf euch. Jetzt sage ich nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr heute dabei gewesen seid. Ja, und bis zum nächsten Video. Schönen Abend, schöne Woche. Euer Sascha.